Und ich melde mich zurück mit meinem nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Letztes Mal waren wir nach Arthus unterwegs durch einen Wald, der verschneit war. Aber was uns darauf erwartet, wissen wir nicht. Absol hat sich uns angeschlossen. Dieser vereiste Bergpfad ist ja ewig lang. Wir sind schon so weit gelaufen. Farigi sieht ganz schön erschöpft aus. All die Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Brrr, ist das kalt. Zu kalt. Hier gibt's nichts außer Schnee. Hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Hey Sparks, ich habe gerade gedacht, wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist, auch wenn wir weitergehen. Da ist nichts mehr. Und ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Keine Bange, uns passiert schon nichts. Sicher, das stimmt. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hat keinen Sinn. Nicht nachdem wir so weit gekommen sind. Tut mir leid, Sparks. Ich habe mich selbst bemitleidet. Ich glaube an dich, Sparks. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich werde weiter fest an dich glauben, Sparks. Ich folge dir, wo immer du auch hingehst. Ja, Feurige vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Was war das? Mir wird so schwindelig. Ist dir nicht gut, Sparks? Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Feurige? Nein. Feurige klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwoher. Endlich bist du hier. Ich habe dich erwartet. Gordevoir? Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Du bist doch... Was? Sparks, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft, gekrönt von Klirberg. Auf seinem Gipfel lebt Voluna. Voluna? Voluna erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte. Hey Sparks! Sparks! Was ist los? Was ist passiert? Das war's also? Gordevoir ist dir erschienen? Warum warst du so vorhin so verblüfft? Ich finde es unglaublich. Voluna ist nicht nur eine Legende. Das Pokémon existiert. Und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Voluna. Schnüff, Sparks, wir haben uns so sehr angestrengt, um hierher zu gelangen. Und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Voluna treffen und die Wahrheit erfahren. Endlich können wir die Verdächtigungen gegen dich entkräften, Sparks. Fantastisch. Hör zu, Sparks. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur natürlich, dass du vor dem Treffen mit Voluna Angst hast, Sparks. Dieser herzlose Mensch, der Gordevoir im Stich gelassen hat. Du könntest dieser Mensch sein? Ich kann schon verstehen, wenn du genau gerade das denkst. Aber es ist unmöglich. Du bist nicht dieser Mensch. Dessen bin ich mir sicher. Wie kannst du das sagen? Nun, es gab einfach einen Moment, als ich meine Zweifel hatte, ja. Aber nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß es wirklich nicht, wieso. Aber das ist völlig in Ordnung. Sparks, du bist ein wirklich netter Typ. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich in Kleinheinz, Sparks. Wenn ich so sehr überlege, war ich schon damals etwas anders an dir. Ist schon seltsam, nicht wahr? Aber Sparks, ich glaube an dich. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Sparks, geben wir alles. Ja, jetzt müssen wir Voluna treffen.
Was sagt meine, nee, nicht meine Jobliste, sondern meine Itemliste? Was sagt die zu mir? Ganz viele Ausdauerbänder, die werden wir erstmal ins Lager schaffen. Das wäre nämlich böse, nicht wenn wir die mitschleppen. Lager. Immer vergesse ich, welche Taste das ist. What's button is it? It's not good. Not for me. So, das soll rein. Und ab in den Klärwerk. Hey Sparks, bist du fertig? Fertig. Wohin gehen wir? Zum Klärwerk. Gut, auf geht's. Strengen wir uns an und erstürmen wir den Gipfel. Auf zum Klärwerk. Und wir haben Absol bei uns im Team. Was die Sache aber nicht gerade wirklich erleichtert. Und wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist ein toller Start in den Morgen. Und ready. Jetzt sehe ich schon wieder in der Lachgasse. Dreh weg, Ebene 2. Aue, aue. Ja, klar. Ja, warum nicht? Ja. Ey, komm mal hier. Take this. Das gibt's doch gar nicht. Was hast du mit mir gemacht? Wegen dir habe ich einen Belebersamen verloren. Meine schönen Samen. Ein Eisstrahl. Pikachu kann keinen Eisstrahl erlernen. So viel weiß ich über Pokémon. Ey, das wäre doch geil, wenn Pikachu Eisstrahl könnte. Yeah! Das erinnert mich an diese Eisendörner. Eisendörner sind übrigens genau dieselben Dinge wie diese Geo-Rock-Box oder Steine. Oh, nennen wir sie einfach Steine, die ihr werfen könnt. Die richt diese Dörner. Ist ja auch egal, wie die Mehrzahl heißt. Ich bin so durch den Wind in letzter Zeit, ist ja auch wurscht. Die richten einfach mehr Schaden an als die Steine. Die fliegen aber nur in einer geraden Linie, das ist ja wiederum der Nachteil. Frustration. Nee, so deprimiert bin ich noch nicht. Ebene 5, Leute. Wir kommen dichter. Und noch ein Steinchen. Und ein Ziemelbeere. Feurige, du kümmerst dich darum. Ich gehe die Treppe runter. Oder hoch in diesem Fall. Ebene 6. Oh, da ist schon die nächste Treppe. Ebene 7. In dieser Hinsicht möchte ich mich jetzt einfach mal, weil es mir gerade so in den Kopf schießt, mal bei den Leuten bedanken, die sich jetzt gemeldet haben, die bei meinem Hörbuch mitsprechen. Seitdem ich ja die Werbung bei visafans.de habe, seitdem die Werbung bei visafans ist für mein Hörbuch, haben sich ja dann noch ein paar Leute gemeldet. Ich werde jetzt einfach mal was dazu sagen. Es ist super, dass ihr euch meldet. Ich finde es richtig geil, dass ihr mitmachen wollt. Bloß, ich habe da ein kleines Hauptproblem. Ich brauche ja auch, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, ich habe mal ein anderes Video drin gehabt. Und zwar brauche ich hauptsächlich männliche Stimmen, weil ich hauptsächlich mit männlichen Charakteren geschrieben habe. Ich habe zwar auch ein paar Gastrollen, die auch weiblich sein können, bloß die Hauptcharaktere, die müssen männlich sein, weil ich die so geschrieben habe. Wenn ich jetzt eine Frauenstimme einbauen würde, dann würde das ziemlich perplex an einigen Stellen klingen. Also nimmt's mir nicht übel, Mädels, wenn ich sage, das geht nicht. Aber ich habe leider die Story schon so fertig geschrieben und ich kann die jetzt nicht nochmal so verändern. Das geht einfach nicht. Ansonsten müsste ich mich nochmal alles komplett neu schreiben und ich habe ein Dreivierteljahr an dieser Story gesessen. Und habe davor nochmal ein ganzes Jahr mir die ganzen Details ausgedacht und so. Und da würde ich es bevorzugen, wenn ich nichts umschreiben müsste. Also ist jetzt einfach nur mal an die mitsprechen möchten. Ich habe jetzt schon ein paar Mädchen, aber ihr könnt euch natürlich weiter melden, weil ich werde höchstwahrscheinlich nach Team Nova noch eine Geschichte als Hörbuch machen. Auch Pokémon-Geschichten, weil mir noch ein paar eingefallen sind, die ich gerne mal schreiben möchte. Und wer da Lust hätte mitzusprechen, wenn Team Nova fertig ist, da würde ich dann auch gerne sagen,
Kein Problem, Leute. Machen wir. Aber wie gesagt, im Moment mit Team Nova ist einfach jetzt der Punkt, ich habe die Rollen schon so fertig geschrieben und das geht nicht. Leider. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich jetzt eine Geschichte im Kopf habe. Und zwar möchte ich die Geschichte das Experiment nennen. Experiment X, um genau zu sein. Und da soll es um ein, um was genau für ein Pokémon, weiß ich noch nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich ein Evoli nehmen werde. Und dieses Evoli werde ich wohl mit einem weiblichen Charakter versehen. Also es wird höchstwahrscheinlich hundertprozentig ein weiblicher Charakter, weil das wohl besser zur Geschichte passt, meiner Meinung nach. Und ich bin mir über das Pokémon noch nicht ganz so klar. Wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr das ja mal in die Comments schreiben. Bloß wie gesagt, ich bin so von Evoli so ein bisschen angetan. Ein Kumpel meinte Pichu, bloß das Problem ist, wenn ich noch ein Pichu einbaue, dann wird das wieder so eintönig und das genau das will ich nicht. Auch wenn ich Pichu sehr mag. Noch mehr natürlich Pikachu. Aber naja, gut, das war jetzt erstmal am Rande gesagt. Oh, ist das ein Gelbgummi? Ein Goldgummi. Was habe ich mit dem Goldgummi? Ich will ein Gelbgummi. Gelb. Statusprüfer. Statusprüfer brauche ich nicht. Naja, okay. Wie gesagt, also, ihr könnt euch gerne melden. Bloß das Problem ist, wie gesagt, es wird schwer, weibliche Stimmen zu verteilen. Ich brauche mehr männliche Stimmen. Am besten schon welche, die den Stimmbruch hinter sich haben. Ihr könnt aber auch natürlich euch so melden. Wenn die Stimme trotzdem passt zu einem Charakter, werde ich sie trotzdem benutzen, auch wenn der Stimmbruch noch nicht vorbei ist. Aber das ist erstmal so am Rande gesagt. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach mal Fakt. So Dinge. Ansonsten, wenn ihr noch eigene Geschichten habt und die möchtet ihr vertonen, so in etwa wie ich das mache, und ihr sucht noch einen Sprecher, dann sagt mir Bescheid, schickt mir mal die Story oder was weiß ich und dann können wir mal gucken. Also ich würde auch gerne woanders mitsprechen. Vorausgesetzt, ihr würdet es wollen. Oh, Feuerregeln reichen Level 19 und eine neue Attacke. Was kriege ich denn? Ruckzuckhieb. Oha, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt echt schwer. Oh Gott, das ist immer. Nein, 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 nein. Oh ja, Ruckzuckhieb. Wo brauche ich Ruckzuckhieb rein? Das ist jetzt. Ich glaube, dafür nehme ich einmal Tackle weg. Ja. Passt dann doch besser, glaube ich. Mach das doch nicht. Mini mit dem Tor hin. Und dann dorthin und dann wechseln und dann wechseln. Wie gesagt, das war jetzt einfach mal so kleine Nebeninformationen im Let's Play. Das ist halt einfach das, was so Fakt ist. Ebene 13. Und ich weiß mir auch nicht großartig, was ich die ganze Zeit während des Dungeons faseln soll. Also viel zu kommentieren ist da ja nicht, außer vielleicht BAM! Oder sowas. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das benutzt und das so ein bisschen gefüllt. Weil die Dungeons können ja doch recht lang sein. Und recht langweilig nach einer kleinen Zeit. Kann ich mir schon vorstellen, dass man das gerne überspringen könnte, würde, möchte. Ja, yeah, Feuerriegel, du bist schlau, du bist geil, ich mag dich. Ebene 14 haben wir jetzt erreicht. Und ich sehe gleich, ich muss den Part in einer Minute beenden. Zugabe! Oh ja, natürlich kriegst du eine Zugabe von mir. Bam! Was? Bam! Bam nochmal! Geht doch. Habe ich wegen dir noch einen Belebersamen verloren? Einen schönen Belebersamen. Schnüff. Aber sieht man mal wieder, wie gut es ist, die dabei zu haben. So, nächste Ebene. Wie hoch ist denn der Berg noch? Ah, wir sind in der Mitte angekommen, Leute. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt den Part beenden werde.
Yeah. Also sag mal, bis gleich.